Yo, willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Bros. 3. Hier in Welt 3, zufälligerweise auch ganz passend. Alles ziemlich wässrig und nass. Pick a box, its contents will help you on your way. Hier, Blatt. Ich weiß gar nicht, wie viele von diesen Leisten wir da haben können. Ob die unendlich sind, oder ob es zwei sind, oder drei. So typische Manier wäre halt drei eigentlich. Die magische Zahl 3 in jedem Spiel eigentlich. Oder in vielen Spielen. Ein Side-Scroller wieder mal. Mit diesen komischen Drehscheiben. Wenn wir darauf stehen bleiben, schleudern die uns quer durchs Level. Möchte ich lieber nicht ausprobieren. Idee. Okay, hat nicht gebracht. Jetzt muss ich mich mal beeilen, hier ohne runterzufallen. Komm ich da so rüber? Ja, komm. Nein! Ich habe mir den Koopa noch mitgenommen. Da bin ich sogar zu weit gesprungen. Ach komm, wir haben so viele Items. Wir nehmen mal was. Das Blatt. Bevor wir nachher wirklich an den Rand kommen und Items weggeschmissen werden, weil sie zu viel sind oder so. Das wäre ärgerlich. Möchte ich die Blumen haben oder möchte ich... Nee, ich möchte die jetzt nicht haben. Hier möchte ich, glaube ich, mit dem Tanuki-Blatt arbeiten. So viele kleine, schmale Plattformen, da gefällt es mir besser, so ein bisschen Sprungkontrolle zu haben. Oh, das war gut. Ich denke mal, so ist es auch gedacht. Und genau so ist es auch gedacht. Na, nicht ganz, aber passt. Und rüber. Da unten geht's hoch, aber wir möchten lieber die hier nehmen. Glaube ich. Oder? Ne, wir nehmen mal den unteren Weg. Ein Leben. Ja, das werden wir da so nicht kriegen können. Wow. Jetzt gehen wir drauf. Also, wir gehen da auf die Plattform drauf, nicht wir sterben. Obwohl das auch schnell sein kann. Ah, hier können wir selbst wieder steuern. Und zack, Blume. Oh, Flipkart. Flip over. Okay, wir haben nicht mehr viele Möglichkeiten. Das können wir gar nicht mehr versauen. Die Blume war da oben. Und Pilz. Was bekommen wir dafür? Nix. Ah doch, die Sachen wurden hier hinzugefügt. Cool. Ich würde sagen, bevor wir ins nächste Level gehen, nehmen wir mal einen Stern. Einfach, damit wir ein bisschen Platz wieder kriegen. Wir haben ja genug davon. Was sind das denn für Biester? Was sind das für Biester? Die sehen lustig aus. Ich will sowas auch. Habe ich nicht mal in irgendeinem Let's Play gefragt, welches Pokémon ihr am liebsten zu Hause hättet oder so? Ich meine schon. Hier würde ich gerne mal wissen, welchen Mario-Gegner hättet ihr gern zu Hause? Wenn das die Frage war, ignoriert sie einfach. Ansonsten, ne? Ich hätte, glaube ich, diese kleinen grünen Panzerviecher. Was auch immer sie sind. Aber sie sehen süß aus. Und das reicht mir. Schlosslevel. Ein überflutetes Schlosslevel. Entschuldigen Sie, Ihre Leitung ist gebrochen. Vermutlich ist Mario deshalb hier, denn er ist ja Klempner. Wir wollen oben lang. Unten ist nicht genug Platz. Oh, Fischi, Fischi, Fischis. Der liegt da um, okay. Feuerblume, sehr geil. Ich liebe Feuerblume unter Wasser. Das ist so geile Möglichkeiten, um sich zu verteidigen gegen die Fische. Auch wenn es überhaupt keinen Sinn macht, aber hey. Na, Nintendo. That's why. That's why. Was haben wir denn hier? Pudding. Okay. Haben wir genug Zeit, da rumzuschwimmen? Ja, haben wir, glaube ich, sogar. Autsch, haben wir nicht, wenn er da spawnt. Fiesling.
Die Frage ist, wie kommen wir denn jetzt hier vorbei? Achso, da oben ist gar nichts. Das sah nur so aus, weil der Bildschirm wieder so komisch war. Au. Ja, das ist ein bisschen schwierig, sich da zu manövrieren irgendwie. Schon der Endbossraum? Sieht so aus, ne? Du bist auch irgendwie immer der gleiche, kann das sein? Tschüss. Zack. So, jetzt haben wir da die Röhre freigeschaltet. Line up! Mhm. Wir wollen den Stern. Haben wir den erwischt? Nein, Blume. Und Blume. Und Blume. Yay! 3 ab. Cool. Cool, 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 cool. So, wo müssen wir jetzt lang? Ich glaube, wir müssen mit dem Bötchen unten fahren. Kann das sein? Oder wir gehen mal in die Röhre hier rein. Mit dem Bötchen können wir nur da hinten rüber. Gehen wir da rein. Nee, die führt ja zurück. Ist ja auch mies. Das heißt, müssen wir vielleicht doch zu dem Bötchen da unten? Oder wir müssen zu der hier. Da unten Level 8 und 9. Könnte sein, ne? Dann machen wir das mal. Wir nehmen dafür... Haben wir noch Tanuki-Blätter? Ja, eins haben wir noch. Wir nehmen mal das Tanuki-Blatt. So. Haben wir das Level nicht schon gemacht? Kommt mir gerade irgendwie arg bekannt vor, der Spaß. Können wir hochklettern? Ui, was war das denn? Da war eine Blume drin. Will ich die noch haben? Ich glaube, die will ich noch haben. Aber nee, eigentlich nicht. Eigentlich will ich die nicht haben. Obwohl die doch in dem Level, glaube ich, ziemlich nützlich sein wird, um den Fisch zu töten. Und stirb. Nee, aber jetzt. Jetzt wirst du sterben. So. Böser Fischi. Ja, hier haben sie schöne viele weite Sprünge eingebaut, sodass man halt so ein bisschen den Fisch doch beachten muss. Das tut mir leid, Fisch. Das wollte ich nicht. Ich denke, man sollte hier so ein bisschen Möglichkeiten bieten, um sich zu verstecken, diese Ranken. Aber wir können sogar von der Ranke auswerfen. Cool. Auch wenn ich nicht ganz verstehe, wie man die Richtung da beeinflussen soll, aber... Wird schon passen, ne? Wird schon passen. Oh Gott, das war knapp. Blub. So, Fisch tot. Weiter geht's. Nein! Oh, das war nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Jetzt muss ich hier warten, bis der... Oh, nö. Ah, doch, so geht's. Oh, nein! Ernsthaft? Jetzt muss ich doch oben lang gehen? Ah, ich kann da nicht... Ah, verdammt. Ich war unter dem Wasserding da. Ha, fies. Fies, fies, fies. Gut. Die Brücke da steht jetzt, warum auch immer. Ich möchte dann hier noch meine Blume. Haben wir noch Blumen? Ja, wir haben auch Blumen. Okay. War lieber eine Wolke? Ne, die will ich mir aufspannen für Momente, wenn es wirklich nötig ist. Ich glaube, die Wolke ist ziemlich gut. Ich weiß zwar nicht mehr genau, was die macht, aber im letzten Mario-Spiel war sie ziemlich geil. Also dieser Teppich, zumindest von diesem Vogeltypen. Mit dem wir rumfliegen konnten. Ich nehme die Münzen hier mal mit, gibt alles ein Ab nachher. Kann ja alles nicht schaden, ne? Wenn ich so drüber nachdenke.
Dieses Level ist schon gar nicht mal so ohne, muss ich sagen. Dieser Fisch macht mir vor allem ziemlich Angst. Besonders, da ich immer wieder ins Wasser falle. Und da hat man sehr schwer die Bewegung. Das war knapp. Das war wirklich knapp. Ich möchte jetzt gleich auf jeden Fall oben lang gehen. Hier. Genau. Unten ist nicht gut. So, und rein da. Level beendet, vermutlich. Und jawohl. Pilz. Boom. So. Level 9. Kein Wasser. Haja. Dafür Schildkröten, die uns die Blume wegnehmen. Durch die Blume gesagt, wieder mal, ne? Schieß mal. Oh ne, schieß lieber nicht. Nein. Warum wirft er denn mit kleinen Mini-Gumbas? Was ist denn das für ein Vieh? Blatt. Bob-Oms. Level der neuen Gegner, oder was ist das hier für ein Mist? Kann man da mit denen irgendwas machen? Ah, okay. Explodieren die jetzt, oder was? Ich glaube, sie tun das. Ja. Oh, sogar ziemlich groß. Münze, die will ich noch haben. Und dann weg vom Bob-Baum. Da ist eine Blume. So. Nehmen wir mit. Du stirbst auch. Geäußerte Schildkröte machen wir aus dir. So. Und rein da. Oh nö. Warum denn ausgerechnet wieder ins Wasser? Warum denn ausgerechnet wieder ins Wasser? Aber anscheinend nicht für lang. Weg, Fisch. Und hoch. Ja, und Levelende. Schon erreicht. Zack, Pilz. Boom. Gut, gehen wir in die Röhre. Na, sagt Indie-Hörer. Ah ja, Schloss. Was bist du denn? Oh, it's terrible. The king has been transformed. Please find the magic wand to so we can change him back. Wie dumm sind diese Könige eigentlich alle? Dieses Spiel stellt eindeutig eine Kritik an den Monarchen dar. Die Kritik an einer Monarchie. Hoppala, mit was werfen die denn da? Schraubenschlüssel oder was soll das sein? Was ist da drin? Will ich das haben? Ein Blatt. Ja, nehme ich, nehme ich. Die konnte man mitdrehen, ne? Genau, die folgten einem so. Wenn man zu lange noch stehen bleibt, dann fallen die runter. Dann fallen wir da durch, weil wir halt mit der Drehung runtergeschubst werden. Die haben ziemlich große Schrauben, oder wir sind ziemlich klein. Und die haben im Gegensatz dazu ziemlich kleine Schraubenschlüssel. Aber das verraten wir denen natürlich nicht. So, und Bosszeit. Wer bist du denn? Das ist Wendy, aber 100% ist das Wendy. Au! So. Hat sie es ausgewendet. Dieser Stab sieht ein bisschen aus irgendwie wie der Feuerstab aus Link's Awakening. Finde ich, so vom Model her. Stab mit einem komischen, lustigen Nupsi oben drauf, das leuchtet. Und zack. Der sieht irgendwie aus wie wir, der Typ, oder? Oh, thank heavens, I'm back to my old self again. Thank you so much. Here is a letter from your princess. I said, bring me some tea.
Greetings, the white block contains magic powers that will enable you to defeat your enemies. I have enclosed a jewel that helps protect you, Princess Toadstool. The white block contains magic powers that will enable you to defeat your enemies. Okay, wenn du meinst. Was ist das? Sieht lustig aus. Wir haben zwei Röhren zur Auswahl. Wir nehmen mal die untere zuerst. Die Musik hat mir gefallen, die war lustig. Haben wir noch Zeit für ein Level? Ja, falsche Röhre. Gut, dann geht's wieder zurück. Oh, Minispiel. Flip. Okay, wir haben eine neue Karte. Wir nehmen mal da und da. Stern. Okay, Pilz oben, Stern unten. Was haben wir da? 10. Okay, also wissen wir genau, da ist ein Pilz und oben war ein Pilz. Nehmen wir das. Sprung. Bläh, 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 bläh. Spring, spring. Ja, hier ist Level 1. Gut, das gucken wir uns im nächsten Part an. Bis dahin und ciao.